Nicht so wirklich. Auf jeden Fall, wir haben die Möglichkeit, Dominik Jordan zu holen. Transferbudget, das geht anscheinend einfacher zu überbrücken als dieses Gehaltsbudget, weil da sind die echt viele Geier, wenn du da drüber kommst. Mal gucken, was der fordert. Einiges. Also wir haben 268.000, da müssen wir wieder ein bisschen zaubern hier. Der hat keine Vorgaben, das heißt, wir machen es relativ kurz. Ich glaube, 2016, das passt. Ein bisschen Handgeld machen. Reinsetzen. Das geht ja auch vom Gehaltsbudget, glaube ich, runter. Da müssen wir aufpassen. So, Gehaltskürzung weg. Jährliche Erhöhung. Machen wir mal... Ich denke mal, wir fangen mal bei 6% an. Option für Spieler mache ich rein. Automatische Verlängerung, 30 Spiele. Hat sich auch bewährt. Bei Abstieg. Das habe ich ja bei Steffen Lang, glaube ich, auch reingemacht. 150%. Den Rest lassen wir. Den lassen wir. Aufstiegs... Nicht Aufstieg. Ich kann es eigentlich fast reinnehmen, oder? Weil wenn du in der Bundesliga bist, du kannst ja nicht mehr weiter aufsteigen. Von mir aus können wir das reinnehmen. Aber ich lasse es erstmal draußen. Zu null Bonus. Für einen Verteidiger auch immer sehr wichtig. Ich glaube, 500 würde da gut sein. 1,5 Auflauf. Nicht Abstieg. Ja, so hoch müssen wir es, glaube ich, gar nicht mehr machen. 5 reicht. Den Ligaspielbonus noch ein bisschen höher. So, Anteil am nächsten Verkauf. Man kann das ja auch reintun. Ich kann mal hier 2 Jahre machen. Und dann gucke ich einfach mal, wie weit ich es runterbekomme hier. Das funktioniert. Wenn ich jetzt hier ein bisschen gegensteuere, beim Handgeld, ja, ich soll ungefähr die Hälfte davon nehmen, vom Gehalt. Ich glaube, so niedrig müssen wir gar nicht. Ich habe ja noch 268. Das heißt, 260 würde eigentlich passen. 120 bin ich da im Minus, glaube ich, aber das müsste eigentlich passen. Einige Male spielen ist auch Case. Also er wird natürlich in der Regel spielen bei seinem Talent. So vielseitig einsetzbar ist. Dann können wir, glaube ich, noch ein Stückchen runtergehen oder auch nicht. Nee, das hat gar nicht mal so viel ausgemacht. Dieses in der Regel spielen. Große Zukunft wird im nächsten Jahr verstärkt. Mal gucken, kann ich jetzt? Nö. Kann ich das auch rauslassen hier? So, wir gucken nochmal drauf. Was kann ich denn hier noch ändern? Erhöhung, vielleicht 10. 10%. Ich meine, bei dem, was wir jetzt runtergedrückt haben, das wären dann halt, wenn du sagst 10%, dann, glaube ich, das ist... Ja, das kommt ungefähr hin. Da sind dann, glaube ich, 2000, 26.000 Erhöhungen. Müsste hinkommen. Das ist dann immer noch nicht viel. So, 260. Ja, das reicht dem auch. Ich hoffe zumindest. Mal gucken, wenn ich hier ein bisschen höher gehe. Ja, kann ich ein bisschen runter. 245. Aber ich denke mal, das passt. Ich gehe mal hier jetzt so weit runter, wie es halt geht. Machen wir 100. 110. In der Regel spielen. Stammspieler will ich einfach noch nicht sagen. Der soll sich das halt noch ein bisschen verdienen. Wir gucken mal. Angebot vorliegen. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen was nachlegen. Dann, ich denke mal, ich kann dies mit den Budgets dann auch gegen Ende ausgleichen. So, den nächsten Jugendspieler haben wir. Hans Kjei. Mittelfeldspieler 47. In der Stärke ist 15. Ja, 3,5 Talentsterne, das passt auf jeden Fall ins Raster. Ist ein Kämpfer, finde ich super, der weiter Einwürfe kann. Ja gut, der ist halt ein Bekloppter, aber ich denke mal, so ein kleiner paar Farbklecks kann da auch nicht schaden. Nehmen wir natürlich an. So, dann muss ich in der nächsten Folge mal oder vor der nächsten Folge mal gucken, dass ich dann für euch nochmal die Namen anpasse, dass dann noch ein paar von euch die verdienten Jugendspielernamen bekommen. Ich wollte es jetzt mal ein bisschen sammeln, dass ich dann nicht so ganz durcheinander komme. So, der bekommt 3000 für den nächsten Einsatz. Gerne doch. Akzeptiert. Scouting abgeschlossen. Von Kevin Rode. Stufe 9. Hat auch auf jeden Fall 3,5 Talentsterne. Eine 60. Aber wie gesagt, das brauche ich nicht. Wir bekommen mit Jordan dann super Spieler, der auf der Position spielen kann. Wo er auch spielen kann. Der ist aber fast schon 10 Punkte stärker beim gleichen Alter. Also dann weiß ich auf jeden Fall, was ich bevorzugen werde. So, Jungs, wir können, glaube ich, mal ein Stückchen vorgehen oder mache ich erst die Geschichten hier. Wir haben heute nicht so viel nachzugucken an Spielern. Aluko ist der Erste, der ist schon ganz oben, rechtes Mittelfeld. Sone Aluko ist ein Mann aus Nigeria, der in der momentan in der, ich glaube, was ist es, entweder Premier League oder Championship in England spielt. Kurz gucken, Hull City, wo sind die? In der Football League Championship, okay, also in der zweiten. Southampton, 102 Punkte. Das ist noch nicht mal zu Ende hier. Die können, oh Gott. Das ist schon wirklich ein Ausrufezeichen. 107 Tore. Ich würde mal sagen, die wollten den Aufstieg, aber unbedingt.
stehen auf Platz 6 hier in der Championship. Ja, das Gehalt ist halt typisch Premier League. Selbst so eine Mannschaft in der zweiten Liga, die bezahlen schon fast eine Mille hier an Marktwert, an Gehalt. Das ist für uns nicht zu machen. Stufe 6. Ich sehe das Talent nicht. Ich kann ja mal machen. Ich kann einfach mal sagen, scoutet den mal. Dass wir das mal sehen, aber ich würde da gerne von Abstand nehmen. Du weißt halt echt nicht, was du bekommst in so einer Situation. Du bezahlst sehr viel Geld. Das ist halt so eine Wundertüte. Ich glaube, der spielt auch eher rechtes, linkes Mittelfeld. Müssen wir mal gucken, ob der überhaupt tauglich wäre für die Außenbahn. Teamdynamik, was mache ich? Was ist los hier? Ich rede anscheinend wieder zu wenig mit denen. Luge. Na gut, da brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendwas Großartiges zu sagen. Einfach nur nochmal hier die Moral ein bisschen pushen. Tobias Willers. Alles Gute zum Geburtstag. Das ist halt nur Zufall, dass ich das gesehen habe. Pass auf, jetzt kommt demnächst einer an und sagt, warum hast du mir nicht gratuliert? Kann alles passieren. So, der hat sich sehr verbessert, glaube ich, der Waldschmidt. Oder, ne, erstmal körperlich stärker werden. Das bringt mir, glaube ich, in der Situation mehr, als wenn ich den jetzt da lobe. Möchte sich verbessern. Ziele runterschrauben, Domaschke. Akzeptiert es. Ja, was haben wir denn jetzt hier bei fehlende Ziele? 2 Stück. Althoff. Ja, wenn man verletzt ist, kann man das halt schlecht. Wenn Domaschke die runtersetzt, dann hätten wir zumindest das schon mal weg. Kämpfen um Position, unfaire Gehälter. Fandrich, Luge, Karasson. Also Luge wird gehen. Fandrich ist halt so ein Kandidat. Behältst du ihn oder schickst ihn runter in die zweite Mannschaft? Vom Gehalt ja 120 könnte man das sogar vertreten. Könnte man sogar vertreten. Ja, dann haben wir halt das Problem, was eigentlich keins ist mit Karasson. Es ist nicht viel, es ist 100%. Das hast du relativ schnell, glaube ich, gebogen. So wie ich das sehe, hat der Mann es auf jeden Fall verdient. Bei den Leistungen, die er bringt. So, war mal das hier. Vertrag, Grundgehalt. 18.000. So, nochmal 19. Ich glaube, wenn jetzt noch einmal, dann müsste es eigentlich fast schon gut sein. So. Ja, Gehaltsbudget steht hier noch 253.000. Dann sind wir, wenn das klappt mit Jordan, sind wir halt ein kleines bisschen da minus. So, ich war noch nicht ganz fertig, genau. Ein paar Spieler wollte ich noch gucken. Ja, das ist halt, du springst dir von einer Ecke zur nächsten. Da ist ja auch ganz schön, so ein bisschen Dynamik drin ist. So, beim nächsten Tipp musste ich wieder so ein bisschen lachen. Das kam von Sphinx Milo. Das ist eigentlich so ein typischer Tipp, den er immer rauskloppt. Egal, ob du jetzt hier mit Heimstetten spielst, mit RB Leipzig in der zweiten Liga oder mit Everton in der Premier League. Paulo Dybala, das kommt immer von ihm. Ich verstehe nicht genau, warum er das immer vorschlägt. Das ist doch wohl klar, dass das absolut unrealistisch ist. Da muss man normalerweise überhaupt nicht dran denken. Was will der in Leipzig? Was bitte? Alter Falter. Ja gut, der spielt in Italien, was nicht unbedingt jetzt so eine Erfüllung ist. Klar gibt es da noch Ligen, wo man eher hingeht, aber dann gehe ich doch nicht nach Deutschland in die zweite Liga oder erste Liga zu einem Aufsteiger. Hallo? Deswegen sofort wieder rausschmeißen. Ich hätte ihn ja damals gerne getestet mit Everton, aber da wollte er nicht kommen. Aber hier natürlich absolut unrealistisch. So, beim nächsten, da musste ich mir erstmal angucken, wie der ausgesprochen wird wahrscheinlich. Joshua Guilavogui ist ein Franzose, der aus Frankreich, aus der Liga AS Saint-Étienne für 10 Millionen gewechselt ist zu Atlético Madrid. Ich würde mal sagen, ganz ordentlich. Defensives Mittelfeld, kann Innenverteidiger spielen und auch zentral ist momentan verletzt. Das heißt, es bringt auch, glaube ich, nichts dazu scouten. Mein Blickfeld lasse ich mal drin. 23 natürlich auch nicht mehr unbedingt das Alter, was man jetzt wirklich dann einkauft als RB Leipzig, weil wir da selber natürlich Talente schon angeheuert haben. Und 10 Millionen ist natürlich auch nicht gerade wenig. Das heißt, billig wirst du den auch nicht bekommen. Deswegen schmeiß ihn auch mal raus. Das hat ja keinen Wert. So, mal schauen, was hier drin ist noch alles. Deulofeu wollte ich damals auch mal rauskicken. Ansonsten passt das schon. Bakali, Wassim Bui. Da haben wir 9 Millionen, 1,56. Ich glaube, das passt. Janusai ist der Einzige, den ich halt drin lasse. Ihr wisst warum. Da habe ich auch eine Mail bekommen, dass es wohl gar nicht mal so unrealistisch ist, den zu holen. Es dauert natürlich dann. Wenn du aufsteigst, ich glaube, in seiner 5. Saison hat er geschrieben, hätte er ihn bekommen können. Ja, das macht mir Mut, dass es auch klappen kann. Haben natürlich noch einiges vor uns. So. Das passt. An Vorschlägen war das auf jeden Fall alles. Jetzt soll ich nochmal reingehen, Jugendmannschaft. Es ging nämlich da um die B-Jugend, um diesen Neuen, der heute kam oder in letzte Folge kam. Der Kalis Gladilins, der Mann aus Lettland. Dass der wohl irgendwie rechts spielen soll. Der schuldig raus und dann irgendwie Diamanti in die Mitte, Jormas auf die Außen. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich habe mir das mal angeguckt. Jormas ist
kein Außenspieler. Der ist zwar relativ antrittsstark, aber nicht schnell. Beweglich ist er, aber er kann überhaupt nicht flanken. Der hat eine 44 bei Flankenwert. Deswegen, also das ist normalerweise eigentlich ein Typ, den du irgendwo da vorne reinparkst, am besten im Strafraum, der Distanzschüsse ab und zu mal rauskloppen kann. Aber Außenspieler ist der für mich nicht. Und da wäre der, glaube ich, verschenkt. Man muss es einfach so sehen. Der ist einfach stärker. Der hat eine 56. Diamanti. Seine vier vollen Talente stehen all in Ehren. Aber mit einer 41, da bringt es mir nichts, wenn ich den jetzt unbedingt da durchpeitschen muss. Es sind 9 Punkte Unterschied. Die sind gleich alt. Das bringt mir gar nichts. Und ich finde mal, der Demel, der macht seine Sache denn auch gut. Der ist auch 15, hat zwar kein Talent, aber okay, es ist halt... Man kann nicht überall top... besetzt sein. Wenn, dann hätten wir eher ein Problem hier in der Innenverteidigung mit dem Teichmann mit einer 30. Also da muss noch einiges passieren. Wenn demnächst hier ein paar neue kommen, wenn hier die natürlich alle nach oben in die A-Jugend kommen, dann kann ich da sicher auch mal ausmisten. Ich glaube hier unten, also da tut es mir zwar leid, es sind auch Abonnenten hier, zumindest Stefan Kük. Aber dass wir zumindest mal hier wieder ein paar rausschmeißen. Das sollte die A-Jugend normalerweise so ohne uns schaffen können. Okay, gehen wir ein Stückchen vor. Ah, jetzt habe ich vergessen, klar, die Linz. Da musste ich doch noch die Robustheit ein bisschen pushen. Okay, erstes offizielles Gespräch mit Dominik Jordan. 1 Million, das ist die feste Ablöse, die er hat, aufgrund dieser Ausstiegsklausel. Und ich glaube, er wechselt. Genau, Vereinsrekord für RB Leipzig, also unser erster Millionentransfer, den wir machen, aber ich glaube, das ist okay, das ist verträglich, wenn das dann wirklich als Bundesligist geschieht, wovon ich natürlich ausgehe, was ich hoffe. Schöne Sache. So, das kratzt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, Frankreich an Portugal vorbei. Ja, wir müssen aufpassen, Deutschland. Italien ist dicht dran. Da geht's halt um unseren vierten Champions-League-Platz. So, wir haben ein Pokalfinale der beiden Top-Vereine in Deutschland. Also wirklich sehr, sehr schade für Köln und auch für Nürnberg. Also da gibt es das Wunder nicht wie letztes Jahr mit den Jungs aus Frankfurt vom FSV. Die ja dann wirklich das Glück hatten, aufgrund dieser Finalteilnahme gegen die Bayern dann gesetzt zu sein für den Europapokal, sind da ja leider ausgeschieden in den Playoffs. Das wird es leider dieses Jahr nicht geben. Aber dafür Platz 7 darf dann in den Europapokal. Da müssen wir dann mal schauen, wer das sein wird. So, hier hätte ich mir jetzt gewünscht, dass irgendwas hier steht von wegen Jordan, aber ich bekomme immer diese Mail mit Ryan Giggs. Ich weiß auch nicht, ob das ein Bug ist oder so. Weil es kann ja nicht an der Datenbank liegen. Wir sind jetzt weit genug nach vorne. Meisterprognose. Also sie schätzen uns auf der 1. Ingolstadt wohl irgendwie noch auf die 2 hoch. St. Pauli in die Relegation und Greuther Fürth scheint hier der Verlierer zu sein. Vom Kicker zumindest getippt. Unentschieden gegen Cottbus. Dann unentschieden gegen Braunschweig und am letzten Spieltag dann auch ein Unentschieden gegen Karlsruhe. Irgendwie, weiß ich nicht, St. Pauli, was machen die? Dass die da vorbeikommen. Wo sind die überhaupt hier? St. Pauli 1-0 gegen Bochum. Dann St. Pauli 1-1 gegen Bielefeld. Und da 1-0 gegen Paderborn. Ja, deswegen. Bin mal gespannt, ob die recht behalten. Das klingt so ein bisschen nach Kirchenchor, zumindest am Anfang habe ich das gedacht. Da habe ich mich an meine Zeit erinnert, als ich damals, uns hat man das genannt hier, Konfirmandenunterricht. Ist schon ewig her. Da klang das so ähnlich. So, letztes Mal habe ich das weggeklickt, jetzt mache ich das nicht. Jetzt gucken wir uns das ganz in Ruhe an. Wir haben ja gerade die Spiele schon so annähernd gesehen. Cottbus gegen Fürth. Union gegen Augsburg. Mal gucken, ob Augsburg das hier noch ein bisschen steigern kann. Also zumindest die Endplatzierung. Die haben ja nichts mehr zu tun mit dem Aufstieg. Und dann haben wir noch Ingolstadt mit der vermeintlich leichtesten Aufgabe hier gegen Bielefeld zu Hause. Aber Bielefeld nicht unterschätzen. Nicht unterschätzen. Also sie spielen eine sehr, sehr gute Saison. Auf Platz 10. So, irgendwas ist mit der Jugend. Da haben wir einen Mentor anzupassen. Penderak, Max Reinhardt ist verletzt. Der muss dann mal raus. Und mal gucken, was wir hier für ihn haben. Irgendwas wird doch da gehen. Dahut ist nicht mehr gut genug. Ich denke mal, ich kann auch die Sonderbetreuung immer wegnehmen. Und dann jemanden geben, der es wirklich nötiger hat oder vom Talent her einfach besser wäre. So, hier ist alles, ach, das, ich glaube, das
wird dann auch die letzte Saison sein, wo hier wirklich diese ganzen Graupen rumlaufen. Weil nämlich dann, könnt ihr mal gucken hier, 6 Leute, 8, 11. 11 Leute kommen hoch aus der zweiten, aus der B-Jugend. Und das sind alles gute Jungs normalerweise hier. Ja gut, Rocco Teichmann nicht unbedingt, Maximilian van der Wagen auch nicht. Da werde ich dann wieder mit dem Rotstift umherlaufen. Und werde die markieren zum Abschuss. So, sehr schön. 1.7.2014. Das ist dann der letzte Transfer, den wir, glaube ich, machen. Also zumindest, was jetzt eingeplant ist. Man weiß natürlich nicht, was im Sommer passiert. Was wir da für ein Transferbudget haben, dann natürlich, ne? Dann natürlich kann man sich da nochmal kümmern. Aber Stand jetzt finde ich es eigentlich ganz in Ordnung. Wir können mal gucken, was bei Kevin Rode steht. Kevin Rode, wo ist er? Jakobsen ist auf Stufe 8. Och Gott, 4,5 Talentsterne, alter Schwede. Steht hier auf einer 50. Also ich lasse den mal bis zur 10 scouten. Bei Gapkoto, ja, 3 Talentsterne, eine 70, 22. Also er sagt gute Perspektive. Aber dann hast du da wieder das Problem mit der Sprache und so weiter. Das bietet sich nicht unbedingt jetzt so an. Potenzieller Topspieler. Adrian Jakobsen. Der Ball ist nicht gerade sein Freund. Also es ist eher so ein Grobmotoriker, aber ein sehr talentierter. Okay, also vielleicht doch noch nicht der letzte Transfer. Mit Jordan, mal schauen. Gut, entweder machen wir das so. Aber ich meine, das kannst du dir fast nicht durch die Lappen gehen lassen. 4,5 Talentsterne. Ich glaube, das wäre der talentierteste im Verein überhaupt dann. Papa, Trainingsziel. Althoff ist endlich wieder fit. Mal gucken, was hat er denn hier verbessert. Oh, links außen. Links außen jetzt perfekt eingespielt. Gut, der Punktverlust, der bleibt. Ich glaube, den kannst du nicht mehr wegbekommen. Oder, ich weiß nicht, die Experten von euch, Romario, wie ist das? Kann das hier noch überflügelt werden? Dass der quasi links außen doch irgendwo besser wird von der Stärke, von den Fähigkeiten, als auf seiner momentanen Paradedisziplin. Das weiß ich gerade gar nicht. Flanken auf einer 70. Dribbling auch schon sehr gut. Beweglichkeit. Also Papa ist ein klasse Mann. Er zeigt es halt nur zu wenig. Er muss konstanter werden. So, Jakobsen Stufe 3. Was haben wir hier? Genau, ja, auf Stufe 7. Penderak hat schon wieder ein Trainingsziel erreicht, oder was? Ach, das war wahrscheinlich noch von eben. Kann sein, dass wir jetzt demnächst auch wieder das Trainingsziel bei dem anpassen müssen oder den Mentor wechseln. Konstantin Gintner, Grätsche erreicht. Warum sieht es hier so aus? Wahrscheinlich, weil es in der Jugend war, oder was? Das ist halt ein anderer Text ja als bei Penderak. Wundere ich mich gerade, ob das irgendeine Relevanz hat. Nee, also hier lohnt sich das auch nicht mehr. Lohnt sich nicht mehr, ne? 2,5 Talentsterne, die alte Diva. Der kann dann demnächst seine Forderung woanders stellen. Ja, okay, die sind alle froh, dass wir nicht nach Neumünster gehen, aber es war ja nicht unbedingt überraschend, dass wir das eben ablehnen würden. Die gewinnen 1-0 gegen Kloppenburg. Ganz, ganz spätes Tor Benjamin Schmidt, der mit einer 2 der beste Mann gewesen ist. Palacios, Deon und Lorenzen. Also wir haben eine sehr gute Offensive, die aber leider in dem Spiel nicht unbedingt geglänzt hat. Nee, haben sie nicht. Die haben sich wahrscheinlich viele Chancen rausgespielt, aber alles verholzt. Alles verholzt. 11:3 Chancen. Die haben noch nicht mal aufs Tor geschossen hier. Die Kloppenburger. Nee, also wenn die Mannschaft das nächstes Jahr dann auch noch schafft, Tore zu machen und weiterhin so spielt, ich glaube, dann haben wir wirklich sehr, sehr gute Chancen, dass wir aufsteigen. Es ist immer nicht so leicht, von der Regionalliga dann hochzukommen, weil du halt eben diese Relegation hast. Du kannst eine super Saison spielen, 25 Punkte Vorsprung haben auf den zweiten in deiner Liga. Dann kommst du dann halt zur Relegation. Und wenn du das dann da verkackst in 180 Minuten, dann ist es ganz, ganz bitter. Lang, gut trainiert. Ich kann mal mit den Zielen auch mal höher machen. Das kann ich auch. Wenn es sich anbietet, eher zum Beispiel Paulsen. Ne, kann ich jetzt gar nicht sagen. Der hat sich verbessert. 3 Moralpunkte. 280 haben wir jetzt. Fehlendes Ziel, nur noch eins. Nur noch eins. Und bei Althoff sehe ich das eigentlich schon, dass der das schaffen kann mit der ersten Mannschaft. Er war ja schon Stammspieler. Ganz unerwartet, wie wir alle wissen. So, mache ich das jetzt mal. Aber ich glaube, gegen Dresden, ich würde gerne den Karasor mal spielen lassen. Aber ich traue mich das momentan nicht. Das heißt, ich müsste nämlich dann echt sagen, 2 Defensive, 1 Offensiven. Dass es dann Matuschka wäre. Normalerweise, ne? Aber ich wollte ja Karason testen, das ist nicht so leicht. So, Diego Demme ist ganz gut in Form. Kimmich mit einer 12er. Dann lasse ich mal den Demme heute spielen. Sierre oder Villas? Ne, das... Dann lieber noch Althoff mitnehmen. Da mal Fandrich, der ist auch gut drauf. Kaiser ist auch gut drauf.
Es ist nicht so leicht. Wir haben da Hut und Kimmich jetzt draußen sitzen. So läuft's. Dominik Kaiser hat sich auch nicht hängen lassen. Also egal, wo du hinguckst, die komplette Mannschaft, der komplette Kader, die kompletten 23, da gibt sich keiner irgendwie Blöße. Ich finde es klasse. Gut, Waldschmidt nehme ich nochmal mit, glaube ich, gegen Cottbus im Heimspiel. Und ansonsten steht die Mannschaft. Das sollte laufen. Schreier hat auch keine richtig gute Form momentan. Sonst hätte ich gesagt, lang nochmal links für Jung und dann den Schreier auf die rechte Seite. Aber nee, das lassen wir. Wir machen jetzt hier keine Experimente mit Spielern, die keine Form haben. Weil ich glaube, die Mannschaft hier uns einiges abverlangen wird. Dynamo Dresden, Audia, der beste Torschütze. Und Zlatko Dedic ist ein sehr guter Kopfballspieler, glaube ich. Aber Torrichter nicht so gut. Also bietet sich einfach an, dass wir jetzt sagen hier, Sonderbetreuung. Sonderbetreuung wie im Altenheim, ne? Für Audia. Schupan ist der mit der besten Durchschnittsnote, linker Verteidiger. Ist aber auch schon 27, also für uns definitiv zu alt und zu untalentiert. Aber er macht sehr gut, also er macht sehr viel aus seinen Möglichkeiten. Wir geben auch wieder ein bisschen Preisgeld. Das ist immer so eine Geschichte. Ich mache das ja nicht so gerne mit dieser Siegprämie, weil das immer so ein wenig die wahre Leistungsfähigkeit der Mannschaft verschleiert. Das ist immer so ein bisschen so wie Doping. Also ich pumpe die da irgendwie virtuell voll mit irgendwelchen Medikamenten, dass die halt besser spielen, sozusagen. Was in dem Fall dann halt die Kohle ist. Das kannst du halt nicht überall machen. Nur jetzt, gerade in diesem Derby und weil es so wichtig ist. Es kann ja theoretisch jetzt schon sein, dass wir aufsteigen in diesem Spiel. Wenn es wirklich so klasse läuft wie gegen Düsseldorf. Dann kann das passieren. Und ich bin heiß wie Frittenfett, kann das jetzt leider nicht mehr spielen, weil ich gleich Schule habe. Aber das gebe ich mir, glaube ich, heute Abend noch. Das könnte sein, dass wir dann Mitte der Woche vielleicht sogar schon eine kleine Aufstiegsfeier machen können. Wollen wir mal gucken, Leute. Hat mir Spaß gemacht heute wieder. Ich hoffe, ihr hattet auch wirklich viel Freude beim Zugucken. Bis nächstes Mal.